Ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Da wurde mal wieder ganz was Feines für euch in der Horror-Game-Küche zusammengebrutzelt, Freunde. Heute gibt es Gulasch und Schmorkohl. Sehr lecker. Kannst du eigentlich auch ja keinem erzählen. Damals in der Schule, wo ich noch mehr Rechtschreibfehler hatte als Abo Red heute Schulden, hab ich da meiner Lehrerin erzählt, ey, ich chill mal für einen Monat einfach so in Neuseeland, nimm 20 Kilo Koffer mit Technik-Equipment mit, um Indie-Horror-Games für Leute zu spielen, die eigentlich lieber auf NAF sehen wollen. Ich hätte mir selbst einen Verweis ausgestellt. Verweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf den Daumen nach oben. Brüllerübergang. Nur falls ihr zwischendurch vergessen haben solltet, was man liken soll. Leute, wollt ihr, dass ich Bikini-Fotos von 18-jährigen Mädchen like, ja oder nein? Schreibt mal die Meinung in die Kommentare. Und apropos mögen, ich habe so das leichte Gefühl, das werdet ihr mit diesem Video auch. Wenn jetzt hier schon auch dank unserer Community, by the way, die Buckshot-Roulette-Fangames aus dem Boden schießen wie Maulwürfe beim Erdbeben, dann bin ich da aber sowas von schnell am Start. Willkommen bei Plunger Roulette. Ist noch sozusagen Early Access. Ist by the way auf Roblox das Spiel. Es gibt augenscheinlich erstmal nur das Tutorial jetzt zu diesem Zeitpunkt. Aber weitere Level werden hinzugefügt mit weiteren Items, Updates, Endings und so weiter. Also wir kommen definitiv nochmal wieder. Ich hoffe, dass das mindestens genauso Spaß machen wird wie das Original. Schauen wir uns mal an, was das Konzept hier ist. Ich ahne, es wird ja in die ähnliche Richtung gehen, aber oh mein Gott. Oh Gott, nein! Oh, es geht gleich los! Ah! 4 Hebel. 2 scharf, 2 machen nichts. Die Hebel werden in eine unbekannte Reihenfolge platziert. Ah! Oh mein Gott, das ist TNT! Ja, die Kolben sind mit Bomben verbunden. Ich würde dir raten, an keinem zu ziehen. Oh, aber wenn ich aber will? Was? Und ich soll? Oh nein. Nein, was? Was ist die 4? Toggle Switch. Switches the connection of the bombs by your turn. Ist das ein Item? Das vertauscht die Verbindung der Bomben in meiner Runde. Oder nach meiner Runde. Moment, ich muss herausfinden, wie das funktioniert. Oh, oh, das war ein Blanko. Ah, das sind die Züge oder was? Number on the button represents the amount of times it can be used. What? Ich bin nicht sicher, ob ich das so verstanden habe. Okay. Oh! Ach so. Das ist dieses You- und Dealer-Ding, ne? Der Switch, an wessen Bombe das gebunden ist. Oh, damn. Ja, jetzt haben wir einen Blanko ausradiert und eine Scharfe. Also, ich glaube, ich sende das Signal ihm rüber. Was könnte die Bombe sein? Ich nehme das. Oh Gott. Bring ihn um! Nein! Oh, wie kann man so Pech haben? Oh, ist das dumm! Oh shit! Das ist ja furchtbar! Oh Gott! Okay. Puh. Gut, aber ich hab's verstanden. Also ich meine, kompliziert ist es ja nicht. Wenn nachher noch Items an den Start kommen und ich glaube... Oh, ich weiß gar nicht, ob das im Tutorial passieren wird. Oh, ich hoffe, das hat er schon eingefügt. Damn. Okay, pff. Ich bin eigentlich gar nicht so böse, wenn ich jetzt sterbe, sozusagen. Ist es auch hier so, dass, wenn ich mich selber mit einem Blanko sozusagen abschieß, in Anführungsstrichen, dass ich da nochmal dran bin? Weil das hat er zumindest gar nicht gesagt. Also sonst würde es gar keinen Sinn machen, sich selbst abzuschießen. Weißt du, was ich meine? Puh. Vor allem hat er gesagt, dran ziehen und ich drück die eigentlich nur rein. Ach komm, let's go. Ich probier's einfach. Ich bin so gespannt, was passiert. Oh. Nein, er ist dran. Was? Das ist doch dumm!
Oh, Alter. Das macht doch aber gar keinen Sinn dann. Okay, ich lass mal die Bombe auf mich. Ich spreng mich jetzt selbst in die Luft. Let's see. Ich will nur wissen, was passiert. Boah. Oh, you are dead. Okay. Dann werden wir jetzt die Runde zweimal nutzen, um ihm gehörig den Marsch zu blasen. Und ich hoffe nichts anderes. Okay, Runde Nummer 1. 3 müssen wir gewinnen. Oh, er hat ein Leben weniger. Das ist interessant. Das wusste ich, habe ich gar nicht so gesehen. Gary vor allem. Okay, ja, wieso sollte ich dann das Ding auf mich legen? Versteht ihr, was ich meine? Oder passiert irgendwas anderes, wenn ich das auf ihn lege und dann Blanco... Moment. Wir probieren es aus. Wir steigen da schon durch. Oh mein Gott, der ist sauer. Oh lol. Boah, Alter. Okay. Das ist fucking fun. Yeah. Get him. Let's go. Komm, das muss doch reinhauen. Boah. Geil. Das ist schon sehr geil. Schön. Die Items, die werden es machen. Wenn die erstmal kommen. Ja, mach's interessanter. Oh, bitte. Oh mein Gott, ich raste aus. Okay, wie geil. You receive items, 2 items each. Ja, nach jeder Runde, ist klar. Okay, was haben wir denn? Ein Bier. Was haben wir hier? Eine Lupe. Das ist einfach die gleichen Items wie im Buckshot Roulette. Oder gibt es noch besondere Sachen? Aber wir haben ja jetzt hier dieses Bomben-Szenario. Ey, hör doch auf! Warum darfst du zuerst? Oh, da, oh, warte mal, guck mal da, der hat eine Bandage. Das gibt wahrscheinlich Leben oder so. Okay, Witch's Brew. Allows you to pull a level without any risk. Oh. Das heißt, der nächste wird auf jeden Fall blank. Krass. Check a level that hasn't been pulled. Ja, let's go. Das hier will ich sehen. Oh, ich liebe das. Ja, okay. Let's go. Boom, Junge. Knall ihn weg. Geil. Das ist so, wenn man dran ist und dann... Nee, warte mal. In welchem Szenario braucht man das Bier? Wenn man doch nicht nochmal dran ist, wenn man sich selbst mit einem ungeladenen Hebel sozusagen... Das verstehe ich nämlich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, wie gesagt, das ist Early Access. Vielleicht wird das nochmal umkonzipiert. Okay, das bringt bestimmt ein Leben. Oh, da bin ich aber froh. Uff. Okay, 5 Kolben oder Hebel oder wie auch immer. Regains 1 Health. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal aktivieren hier. Ist das so wie bei Buckshot Roulette, dass ich dann nur das Maximum kriege? Ich verschwende das mal nicht. Okay, ich ziehe mal... Und so den. Ich glaube, der Clou ist, dass man nur... Oh... Eine bestimmte Anzahl hat, das zu switchen. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Achso, der ist auf sich. Der hat's nicht geswitcht. Schlauer Bursche. Ja, weil es geht ja darum, am Ende des Tages, dass alle Hebel gedrückt sind. Okay, so langsam verstehe ich das. Vielleicht macht das doch Sinn. Das Ding ist nur, willst du ihn so schnell wie möglich ausschalten oder nicht? Das ist eher die Frage. Nice. Okay, -1 für Gary. Ich fühle mich so an Pokémon-Zeiten zurückerinnert, ey. Der Erzrivale. Oh shit, es gibt auch Handschellen? Du Penis. Oh nein. Oh, der musste ein anderes Geräusch für die Explosion machen. Weil das ist bei Buckshot Roulette so befriedigend, dieser Schuss-Sound. Also nicht unbedingt, wenn man selbst abgeschossen wird, aber wenn man den Gegner abknallt. Okay, das ist aber ein schönes, ja. Gut, das Bier ist halt
extrem situativ. Drei Hebel. Ich nehme eine Bandage. Der hatte doch eigentlich auch welche, oder? Oder war das in der anderen Runde? Okay, let's see. Let's go, mein Freund. Ist das mal umswitchen? Was ist denn, wenn ich hier keine Dinger mehr hab? Ist das dann doof? Wahrscheinlich schon, ne? Oh. Und da kann nämlich das Bier an den Start kommen. Dass ich mich selber nicht ein unnötiges Risiko aussetze. Okay. Ja gut, hättest du auch lassen können, ne? Ist da ein Blanco drin? Ich weiß gar nicht mehr. Boah, ich weiß es gerade nicht mehr. Was war denn das? Ein geladener und... Moment, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, weil er hat das gemacht. Dann mache ich das auch. Und ich spare mir den Switch. Das ist nämlich die Strategie, die man hier einsetzen muss. Sich diese Switches zu sparen. Oh, sehr gut. Okay. Gut, 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 gut. Ah, damn. Der hat eine Bandage gekriegt. Boah, das kann eine Weile dauern, Alter. Na? Puh. Ob er denn skips next turn? Ja, ich mach das einfach mal. Ah, ich hab nur noch ein... Damn, wie mache ich das? Ich frag mich, was dann passiert. Ich drück den einfach. Komm, 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 bitte, 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 bitte. Nein! Damn! Oh! Oh, das ist doof! Oh, jetzt muss ich quasi ein Bier trinken, ne? Ich kann nicht an. Tut mir leid, Mom. Ich hab alles versucht. Schön. Okay. Ugh. Ach komm, du müsstest doch... Oh, 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 was hat er gemacht? Das ist ein Hammer. Oh, das ist doppelter Schaden. Bestimmt, oder? No, was? Du Monster! Boah, Alter! Boah, zum Glück habe ich eine Bandage bekommen. Okay, nur denjenigen finden, ne, der jetzt rot ist. Die Leute sagen bestimmt wieder wie bei Buckshot Roulette, ey, man sieht doch die Reihenfolge. Ey, das ist das Erste, was der bei Buckshot Roulette sagt, dass er sie in random Reihenfolge reinlädt. Und die Leute denken immer, das ist die Reihenfolge, die da angezeigt wird. Und ich soll derjenige sein, der das Spiel nicht checkt. Ist klar. Okay, 3-3 nach einer halben Stunde hier. Tja. Das ist grün, ne? Ja. Ja, okay, let's go. Oh, Überraschung, ist nichts passiert. Mist, nein, er macht diesen. Item Luck ist nicht so richtig auf meiner Seite. Oh, warte mal. Warte, ja, er weiß es ja. So ein Bockmist. Dafür ist das Bier gut. No risk. Okay. Ich kann es halt nicht umswitchen, da ist das Ding. Okay, gut. Ich frag mich aber, wie ich jetzt gewinne. Nur durch seine Dummheit? Oder wie mache ich das jetzt? Weil der Auslöser ist ja dann immer bei mir, oder nicht? Oh, man. Oh, come on. Ach so, warte mal, das switcht nach jeder Runde, je nachdem, was man macht. Deswegen macht es schon Sinn, sich selbst eine zu verpassen. Oder? Boah, ich habe keine Ahnung, Alter. Man muss irgendwie ein bisschen um die Ecke denken. Ich habe das Gefühl, das ist viel mehr random hier. Uff. Boah, was mache ich denn nun? Ich drück einfach. Ich drück. Irgendwas muss ja passieren. Damn, shit. Wäre ich mal das Risiko nicht eingegangen. Ja. Jetzt braucht er nur ein, zwei gute Züge und ich bin am Arsch. Okay, ja, was auch immer. Ich riskiere das nicht.
Komm, let's go. Weißt du, einmal wollte ich es ein bisschen spannend machen. Und ich gehe nicht als Sieger raus hervor. Ha. Aus nur einer Schaf? Puh. Ja, komm. Would you look at that? Ich mag's, dass der so ein bisschen eine Stimme hat. Okay. Boah, es gibt's next turn. Wollen wir das mal machen? Ich hab eh keine Lupe. Das wird eh alles Zufall. Ich kann's nicht sagen, Alter. Ich kann's nicht sagen. Okay, ich verpasse jetzt mir mal eine. Welche ist nicht scharf? Also es ist nur eine von denen scharf. So. 33%ige Chance, dass ich mich selber in die Luft jag. Welche sieht denn böse aus? Die in der Mitte irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Ich nehme das. Wehe, das ist die Bombe. Wehe. Thank God. Okay. Und jetzt kann ich es mal versuchen. Nee, warte mal. Das ist immer noch bei mir, das Ding. Hä, wieso switcht das nicht? Das ist ja doof, wenn du keine Switches mehr hast. Wie willst du denn gewinnen? Uff, die 50-50 will ich eigentlich nicht eingehen hier. Boah, keine Ahnung. Ja, was auch immer das war jetzt. Ah, das war der Blanko. Shit. Ja, immerhin habe ich dann aber selbst ein Leben nicht verloren. Ich verstehe nur nicht, wie ich jetzt noch gewinnen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also kann man das irgendwie wieder aufladen? I don't know. Er müsste jetzt... er trinkt ein Bier. Er hat nämlich auch keine Switches mehr, wie es scheint. Okay, vielleicht werden wir ein paar Items zusammen sammeln. Vielleicht können wir dann... Aber ja, es nützt uns halt auch nicht viel... Oh, jetzt wird's interessant. Oh, shit. Okay. Ich nehme mal eine Bandage. Soll ich mal? Mal gucken, was er noch so hat. Ja, das ist auf jeden Fall... Die ist auf jeden Fall scharf. So, dann mache ich das hier. Ein einziges Saufgelage ist das. Er trinkt auch ein Bier. Es ist halt einfach nur... Das Spiel ist so, wer hat den meisten Alkohol? Das ist dumm. Oh, Kacke. Nee, ich will nicht. Oh, nein. Oh, shit! Nein, er hat noch! Oh, du Pimmel! Oh, was? Oh, zum Glück habe ich da noch Müll rumliegen. Damn! Wie gewinne ich das denn jetzt? Das ist ja kacke. Warte mal, irgendwie... Es gibt auch, glaube ich, keine neuen Items. Wir können nur immer wieder das Leben zurücksetzen. Ah, ich bin immer noch da. Immer noch angekettet. Boah, ja, ich kann jetzt halt... Boah, das hört ja nie auf hier. Puh. Ja, keine Ahnung. Ich weiß doch gar nicht, ob ich das gewinnen kann. Also so kann ich. Das Problem ist, wenn du in jeder Runde Bandagen kriegst... Ist halt doof, ne? Ach, shit, Alter. Wie sieht's denn aus? Wie viel Leben habe ich denn? Ich habe 4. Er hat gerade 1 eingebüßt. Ja, dann mache ich das, dann... Weiß nicht, ich hoffe einfach, er sprengt sich selber in die Luft, aber wie gesagt. Bam. Oh, das war ein Blanko. Shit. Oh, hier ist der Hammer. Ah, stimmt, den habe ich schon wieder vergessen. Boah, da will ich eigentlich lieber warten, bis ich eine Lupe habe. Aber selbst dann, ich kann ihn nicht mehr ins Visier nehmen. Wie mache ich das denn? Wenn ich jetzt Handschellen anlege, nützt mir das eigentlich gar nichts, weil ich habe
Ich habe die dann beide auf mich. Makes a bomb deal 2 damage to your turn, yeah. Shit. Ja, das ist so klar, ne? Nee, Handschellen sind an diesem Punkt eigentlich super sinnlos. Tatsächlich. Okay, ich räume die Seite hier mal weg. Okay, sehr gut. Er hat nochmal umgeswitcht. Oh, er macht ernst. Oh, no. Oh, Gott. Das ist volles Risiko. Oh, Blanco. No way, er hat seinen Hammer verschwendet. Und das hittet ihn voll. Tja, mein Freund. Aber so richtig kommen wir hier nicht drüber hinaus, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt versaut habe, indem ich einfach, sozusagen meine Switches schon aufgebraucht habe. Das war ein bisschen doof. Aber ansonsten weiß ich nicht, wie ich ihm halt den Schaden zufüge. Ja, was mache ich denn, wenn... keine Ahnung. Bitte. Oh, ich hab's gefunden. Diesmal hat's gestimmt. Es ist die gleiche Reihenfolge. Ja, die kann er jetzt nur an sich selber anwenden. Tja, mein Freund. Bam. Mach dich bereit, das Pflaster wieder abgesprengt zu kriegen. Okay. Ja, und nun? Das ist ein Blödsinn. Die müssten das mit diesem, wie die Runde switcht, irgendwie nochmal so ein bisschen überdenken. Weil ich habe jetzt keine Möglichkeit, außer... Das raubt auch so ein bisschen diesen Random-Faktor, tatsächlich. Ich weiß nicht so ganz, wie das gedacht ist. Immer noch nicht. Okay, wir haben jetzt wieder jeder 3 Leben, aber wir haben auch immer noch eine Bandage. Das ist halt die Sache. Und diesen Hammer, den werde ich nie einsetzen können. Ich glaube fast, ich muss nochmal anfangen. Ich glaube, sonst komme ich hier nicht voran. Das wird einfach nichts. Ich glaube, sonst könnte man hier ewig weitermachen. Es sei denn, ich sterbe halt irgendwie. Wehe, das ist die Bombe. Ich raste aus. Komm, bitte! No, das kann nicht sein! Och. Oh, ist das schlimm! Oh mein Gott! Anstrengend! Einfach nur anstrengend! Okay, eine Lupe und ein Bier. Ich kriege auch keine weiteren Items, wo ich irgendwie was mitmachen kann. Kann man hier noch irgendwo rumklicken? Hat er irgendwas nicht erklärt? Oh oh. Nee, hier hat man nichts sonst. Oh, ist ein Blanco. Na dann. Roberto? Gib ihm. Ja, jetzt muss er quasi ein Leben verlieren. Aber wie gesagt, so richtig was nützen tut mir das auch nichts. Wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Da brauche ich halt auch keinen Hammer mehr dann. Okay, 2 scharf, 1 blank. Könnte halt eine Bandage nehmen. Und mal mit der Lupe gucken. Okay, jetzt ist 50-50. Entweder links oder rechts. Boah, weiß ich nicht, ey. Ich nehme lieber ein Bier. Das klingt so falsch. Okay, whatever.
Ja, guck ruhig nach, mein Freund. Ich glaube, der guckt sich die in der Mitte an. Oh, ich hätte sie ja verraten. Oh. Aber warum tust du das? Bloß das Problem ist jetzt... Jetzt muss ich mir einen Schaden zufügen. Okay, nee, das ist dumm. Das ist super dumm. Ich glaube, ich hab's versaut, indem ich meine Switches weggemacht habe. Ich glaube, ich muss warten, bis ich so Hammer kriege und bis sich das richtig lohnt, bis ich ihm eindeutig Damage zufügen kann. Sonst funktioniert das Spiel nicht mehr. Okay, Freunde, ich habe jetzt die erste Runde gewonnen, ohne auch nur einmal geswitcht zu haben. Aber das ist super krasser Zufall. Also, ich weiß nicht, wie das gut funktionieren soll. Weil es kommt drauf an, wie viele... Wie soll ich sagen, es ist halt einfach Zufall. Jetzt haben wir die Items. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Chance sozusagen. Und jetzt haben wir wieder natürlich 4 Leben. Und jetzt habe ich, wie gesagt, noch alle diese Sachen am Start und kann genau feststellen, möglich je nach Item-Luck, wann ich das am besten switche. Du hast halt pro Runde nur... Ach so, du übernimmst die nicht. Stimmt, du hast jetzt hier 5. Ich hätte das gar nicht machen müssen. Ja, aber ich weiß jetzt zumindest, wie das Spiel ist, ohne das einzusetzen. Nämlich komplett... Das ist ein kompletter Autounfall. Oh. Ja, okay. So muss ich das nämlich einsetzen. Ich hab's nur nicht wahrhaben wollen. Klaut ihm schon mal 2 Leben, bevor hier die ganzen Bandagen links und rechts angeflogen kommen, Alter. Kranken Schwestern, den knacken Rücken und so weiter. Gut. Können wir das bitte nochmal wiederholen? Wäre awesome. Oh, zum Glück. Ich hoffe, ich habe die ganze medizinische Einrichtung da rausgeholt jetzt. Tja. Oh, die Chance ist größer, dass ich eine Bombe erwische, ne? Ich sollte... Boah, der hat Handschellen, das ist nicht gut. Damn, was mache ich? Ich sollte das einsetzen, solange ich kann, ne? Auch auf Zufall. Boah, es ist schwierig. Es ist schwierig. Okay. Bitte lass es eine Bombe sein. Bitte lass das hier eine Bombe sein. Bitte, 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 bitte. Yes! Yes! Okay, einmal noch so ein Lack und ich habe das gewonnen. Das wäre wunderbar. Okay, keine Konsequenzen zu befürchten. Ich prinzipiell auch nicht mit den Dingern hier. Das ist ein Problem. Ich versuch's, auf gut Glück. Wer weiß, vielleicht hat er einen Blank erwischt jetzt. Komm, bitte, 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 lass mich die Runde gewinnen! Lass mich gewinnen! Ja! 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 Bam, Junge! Okay. Das war die zweite. Der dritte Streich, der folgt sogleich. Junge, das... Oh mein Gott! Das Tutorial ist schon hart. Okay, 7 Mal kann man switchen. 4 Items each. Ach. Oh mein Gott. Oh, das wird schlimm. Oh, oh no. Oh, damn. Ah, du verbrauchst schon eine Lupe, ja? Yeah. Oh, 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 ja, weil... Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, das ist ja brutal. What? Nein! Nein, 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 nein. Bring mich zurück. Bring mich zurück. Nein, Internet. Jetzt nicht. Hilfe. Lass mich spielen. Oh Gott, er macht mich fertig und ich kann nichts tun. Nein! Oh, bitte nicht. Das ist doof. Oh, was für ein scheiß Timing. Oh nein. Oh, ich weine gleich. Okay, Freunde. Wir sind wieder am Start. Runde 3. Wir probieren das nochmal. Ich hoffe, das Internet macht diesmal nicht schlapp. Let's go. Okay, 7 Switches haben wir. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Item-Luck. Gleich zum Anfang wäre das gut. Bevor das sich hier so ansammelt. Okay, oh, sehr gut. Oh, wunderbar. Okay. Was ist die Sequenz? Okay, 2 zu 2.
Er fängt halt leider an, das ist das Problem. Was macht er? Ja, der hat auf jeden Fall eins erwischt. Oh nein. Oh, come on. Zum Glück hat er keinen Hammer. Sonst wird das ein ziemlich kurzer Ausflug. Ah, wir haben genug Leben. Leider er auch. Du Pimmel. Wehe. Ja, das ist ein Blanko. Okay, ich brauche auch sowas wie Handschellen, Alter. So, Moment. Wir gucken jetzt das hier mittig an. Und geben ihm auf jeden Fall die volle Breitseite. So. Zack. Zwei Leben weg. Könnte da natürlich auch einfach draufhauen. So stark, wie es geht, aber sei es drum. Okay. Wunderbar. Immerhin. Gut, next. Den Switch haben wir auf jeden Fall sehr gut verwendet. Und am Ende kommt es darauf an. Okay, Lupen zu haben ist immer gut. Die Handschellen brauche ich jetzt noch nicht. Ich würde sagen, ich... Ich kann die Runde hier gleich beenden, Freunde. Ja, machen wir das so, ne? Würde ich sagen. Sofern wir unter Garantie ein Leben abziehen können, tun wir das. Das Problem ist, es kommt halt drauf an, wie viel Bandagen er kriegt. Weil irgendwann gehen mir meine Switches aus. Das hat er jetzt wieder komplett zunichte gemacht. Und dann wird's halt blöd. Das heißt, ich muss dann drauf warten, dass er irgendwie einen Fehler macht. Was halt nicht häufig passieren wird. Zumindest nicht so weit, dass es mir irgendwie was nützt. Okay. Ah, damn. Nicht genug Platz. Don't seem to have enough space. Yeah. Sorry. Oh, es wäre gut gewesen. Es wäre besser als so ein Bier. Okay. 2 zu 3. 2 Schafe. Puh, was machen wir denn da? Oh Gott, jetzt hat er schon wieder mehr Leben als ich, Alter. So ein Scheiß. Er ist... Nee. Ist ein Blanko? Aber immerhin. Gut. Mal gucken, was wir machen. Okay, wir wissen, dass das auch ein Blanko ist. Das hier, ich weiß nicht warum. Irgendwas in mir fühlt, dass das Ding scharf ist. Ich kette ihn auf jeden Fall an. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Pass auf, ich gehe jetzt aufs Ganze. Ist mir egal. Bitte, bitte, bitte. Gut. Fragt mich nicht, warum ich das wusste, aber ich, wie gesagt, es war so ein Feeling. Boah. Wir haben warte mal, wir haben zwei? Boah. Wir haben noch ein scharfes, oder? Ich nehme mal ein Bier. Ich nehme Bier und lass den Switch bleiben, weil... Kann ich noch eins nehmen? Nee, ich will halt meinen Tisch ein bisschen frei machen. Für bessere Items. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das würde ich dir auch raten, Freund. Ja. Lass mal die Runde hier ein bisschen aussitzen. Boah, puh. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist besser. Besser so. Boah, der hat noch drei Hämmer. Oh, shit, Alter. Ich darf ihn nicht in Versuchung führen. Oh, oh mein Gott. Okay. Puh. Ah, der an seine scheiß Bandagen. Das ist so räudig. Boah, Alter. Wenn er die jetzt findet. Tja, was mache ich? Ich riskier's mal nicht. Ich habe genug Items.
Boah, die letzte Runde hier ist echt, das ist ja echt krass. Ich will das aber gewinnen. Komm. Ich meine, das war jetzt klar. Wenn er jetzt wieder Bandagen kriegt, das ist halt super doof. Okay. Ich habe auch nur noch 3 Switches. Ja, whatever. Das lohnte sich jetzt aber auch nicht, irgendwie die Handschellen zu verwenden, weil das bloß 3 Hebel waren. Hier lohnt sich das halt auch nicht, ne? Das ist halt so das Ding. Okay, ich rüste mich auch mal auf. Jetzt könnte ich Handschellen verwenden. Oder halt die Lupe. Wisst ihr, damit ich dann halt noch eine Chance krieg. So. Ich mach mal das. Dann habe ich eine Info mehr. Okay, das ist eine Blanko. Was mache ich denn? Hat er eine Lupe? Er hat keine Lupen am Start. Ich mach das mal so. Soll er es riskieren? Wenn er keine Switches mehr hat, sieht's für ihn eh richtig kacke aus. Und so lange muss ich überlegen. Ja, der hat aber genug, ne? Ja, diese Strategie wollte ich machen. Oh, der hat eine Lupe. Nee, er hat einen Hammer. Oh, der setzt aufs Ganze. Oh, und hat gefailt. Interessant. Aber er hat ja genug, ne? Warte mal, er verbraucht einen Switch nach dem anderen. Das ist okay. Das ist okay. Oh, oh mein Gott! What? Gott ist groß, Leute. Oh, Alter. Okay, aber das ist jetzt eine Chance, die ich ergreifen muss. Ich kann nicht anders. Nein! Damn! Oh, das Internet ist leider so unstabil. I'm super, super sorry, Freunde. Oh, ist das ärgerlich. Ich weiß nicht, ob ich das hätte gewinnen können. Damn, oh, ich will das jetzt nicht nochmal machen. Come on. Warum braucht das überhaupt Internet? Ist das dumm? Kann man das nicht einfach installieren? Okay, Freunde, ich weiß, ich wollte es gewinnen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich gehe davon aus, das ist Early Access, das ist Tutorial. Am Ende des Tages steht da eh bloß You Win und dann ist gut. Wir warten vielleicht noch, bis die richtigen Level am Start sind. Das scheint ja eine etwas schwierigere Angelegenheit zu sein, finde ich, als das Original Buckshot Roulette. Und wenn dann sozusagen die richtigen Level mit dazukommen, vielleicht noch ein Item mehr oder so, dann melden wir uns wieder. Ist das ein Deal? Ich finde das eine coole Sache. Und falls es andere Fangames gibt, die schaue ich mir gerne an, die das Konzept ein kleines bisschen umdrehen, ihren eigenen Touch dem verleihen. Ich freue mich da sehr drüber, weil das macht mir einfach mega Fun. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.